Was? Das kann doch nicht der Plan gewesen sein, dass der hunderte von Kilometer fahrt für so ein Scheißvideo, das nicht mal fokussiert ist, wo man den letzten Dreck aus dem Jahre 2016 aus irgendeiner Alt-Kleider-Box genommen hat. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction, nicht am Reaction Freitag, sondern an einem Sonntag, weil ich mir den Freitag freigenommen habe. Nur mal so als kurze Info nebenbei. Übrigens habe ich auf Instagram nachgefragt, wer auf Instagram noch nicht am Start ist, jetzt gleich folgen. Max Obemi darf auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich brauche das für ein Schulprojekt, also dementsprechend bitte das auch mit Ernsthaftigkeit zu nehmen. Habe ich nachgefragt und einige von euch meinten aufgrund von einer Umfrage, dass Reactions zu euren Lieblingsformaten gehören. Nur kurzer Plug, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe einen eigenen Reaction-Kanal unten in der Infobox verlinkt. Da kommen 2 Reactions täglich, also schaut da auf alle Fälle rein. Heute eine weitere Reaction, liebe Freunde. Dementsprechend Kopfhörer auf. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch nicht mitbekommen haben, aber Miguel Pablo hat irgendwie ein Umstyling mit KuchenTV gemacht. What the fuck? Umstyling mit KuchenTV. Miguel Pablo. Grüße gehen raus an Patrick Spector. Ich habe das selbst nicht mitbekommen, aber dadurch, dass Patrick Spector ein treuer Follower von Miguel Pablo sein dürfte, hat er das natürlich sofort mitbekommen, bereits ein Reaction-Video drauf gedreht. Ich habe es mir extra nicht angesehen, damit ich es mir auch ansehen kann. Soll aber, wie komischerweise bei Miguel Pablo, ja eher selten, aber soll wirklich sehr cringe sein. Da haben wir schon die Reaction, Schmutz-Umstyling. Also nichts, das von Qualität zeigt. Ich bin natürlich sehr gespannt. Miguel Pablo natürlich auch bekannt dafür, dass er wirklich viel Ahnung von Mode hat. Okay, jo Leute, was geht? Einen Bart hat er sich wachsen lassen, das ist ja. Aber mehr Bart als Justin, das muss man schon sagen. Auf meinem Kanal und heute gibt es endlich mal wieder ein Video in meinem... Immer noch in seinem Kinderzimmer. Und er hat immer noch nichts dran verändert. Ist alles noch gleich geblieben. Alten Drehzimmer, Back to the Roots und zwar... Back to the Roots, man kennt's. Haben wir ja ganz vergessen, dass er auch so ein Englischprofi ist. Back to the Roots und zwar... Back to the Roots. So, weil es heute was Spezielles gibt, was ich denke, niemand von meiner Community erwartet hätte. Wer hätte gedacht, dass ich mal... Hat der noch eine Community? ...mal ein Video drehe mit dieser gewissen Person. Und zwar habe ich viel Geld in die Hand genommen, um die Klamotten für dieses Video zu kaufen. Und Kuchen hat viel Geld in die Hand genommen, um in meinem Video sein zu dürfen. Und zwar, komm ins Bild. And his name is... KuchenTV. Yo, was geht, Alter? Aber hat der nicht auch ihn unfassbar gehatet, eben wegen der Aktion, was er getan hätte, als wäre er schwul? Bro, was alles geht, Alter? Okay, das heißt, wenn man in Miguel Pablo Videos auftritt, muss man sich eigentlich auch cringe verhalten. Leute, wer hätte gedacht, dass diese Konstellation mal zustande kommt? Wer hätte gedacht, dass der Autofokus immer noch nicht funktioniert, sondern einfach nur die Wand und die Reezy Puffs fokussiert? Vor 4 Jahren noch. Ja. Wie er das einfach, der macht seit... Keine Ahnung, doppelt so lange YouTube wie ich und hat einfach immer noch nicht den Autofokus im Griff. Bei den Video Days beleidigt und jetzt leider hier zusammen. Ja, Mann. Bro. Jetzt haben wir einfach da 10 Minuten lang unscharf. Ja, und ich habe mir ein paar Klamotten zusammen gebastelt und... Lost. Klamotten selbst geschneidert oder wie? Das war aus meinen eigenen Klamotten, weil es ja gerade einen Lockdown gibt und deswegen gibt es keine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen. Mhm. Zumindest nicht im Laden. Oh, deswegen habe ich einfach ein sickes Outfit von meinen... Krasse Tapete, safe. Also ich komm nicht hin über... Automatisch ist mein Fokus auch auf der Tapete. Die einfach... Seht ihr das? Das ist so eine Dreckstapete mit so Löchern drauf. Und er hat sich gedacht, ja wurscht, wenn ich da so Ziegeloptik drüber hau. Schaut trotzdem echt aus. Outfits, wo ich dachte, das passt KuchenTV. Da wird ja relativ gut... Die Weiber klären. Genau, die Girls klären. Wenn dann die Clubs wieder offen sind, dann gehe ich das direkt aus. Und ja, ich werde einfach mal anfangen, bevor es hier losgeht. Ein Off-White-Hoodie? Was? Echt? Ich habe mir gedacht, das ist, weiß ich nicht, so ein MP-Merch. Ganz wichtig, Leute, MP-Shop. Erster Link in der Beschreibung. Und die Kette gibt es jetzt. Unglaubliche Verkaufszahlen übrigens. Jetzt auch einzeln, davor nur im Weihnachtspaket, jetzt auch einzeln erhältlich. Das ist der Pulli, dripped out, check den ab. So, fangen wir an mit deinen Klamotten, mit dem Outfit. So, und zwar habe ich, sagen wir so, ich habe mir von meinen Klamotten einfach relativ chillige genommen. Trägst du so? Immer noch so ein selbstgebasteltes Herz da im Hintergrund. Was sind so deine Lieblingsmarken momentan, außer natürlich MP-Merch? Genau, MP-Merch kommt auf Platz 1, klar, ja. Und dann... Dann kommt, das ist eine gute Frage, Palm Angels feiere ich. Palm Angels? Ja, in letzter Zeit gebe ich aber auch nicht so viel Acht darum, welche Marke es jetzt ist. Ja, gibt nicht viel Acht darum, okay.
sondern 8 deswegen zum Beispiel. Das war so, weil... Es muss einfach drippen. Ja, es muss einfach drippen. Es gibt viele Sachen von No-Name-Marken, also die auch drippen online. Ansonsten, ja, ein paar Aber die drippen nur online. Wenn man es dann kauft, dann nicht mehr. Wenn es dann zu Hause ankommt, drippt, ist der Drip vorbei. Angels und Louis V. Louis ist echt krank, ja. Aber auch krank teuer, ne? So was. Ja, unnormal. Du hast ja auch... Das ist wie wenn so 12-Jährige ein Gespräch über Mode führen. So ziemlich, habe ich da so das Gefühl. So komplett andere Wave, einfach nur so, was im Fernsehen und auf Instagram war. Gucci ist auch wild, weil Gucci hat mehr Präsentation und so. Gucci Sexiness vor allem. Auch einige Pieces. Was ist deine Lieblingsmarke eigentlich? Ich finde Off-White eigentlich ganz nice, weil das ist auch von Off-White. Ich feiere das. Ja. Die haben, finde ich, die sind immer sehr experimentierfreudig, aber ich feiere immer, dass du diese gleichen Sachen hast. Ne? Ja, auf genau. Kreuz. Und ja, Louis finde ich auch sehr nice. Also deren Monogramm-Sachen feiere ich tot. Ja, die Monogramm-Sachen von Louis sind sick. Deswegen. Ja, safe. Oh, ist voll cool und so. Wirklich safe, wie wenn zwei 12-Jährige über Mode reden. Wenn ihr dieses Video seht, Louis oder Off-White, schreibt uns einmal, wir machen eine geile Koop. Vor 3 Jahren war Off-White. Bestimmt, kann ich mir vorstellen. Weil auch dieser Hintergrund einfach, alles an dem Video wirkt zu professionell, dass sich Louis Vuitton denkt, fuck, der fehlt uns noch. Virgil wird direkt eine Nachricht an KuchenTV und der wird in die DMs sliden von den zwei und fragen, hey Leute, kann ich euch was zuschicken? Heute auch so meine Lieblingsmarke. Fangen wir mal an. Und zwar als allererstes Oberteil, Leute, natürlich was aus dem MP-Shop. So, dripped out. Dripped out. Einfach ein Diamant hinten drauf geprintet, der drippt. Das erspare ich dir jetzt anzuziehen. Bitte erspar's allen. Also, oh, schade, Mann. Ich hätte mich gefreut. Das erspare ich dir. Also er hat auf jeden Fall krasses Selbstbewusstsein auch. Also er ist sehr stolz auf die Dinge, die er macht und sagt, ich erspare dir das anzuziehen. Nett. Also wirklich, der präsentiert seine Marke auch so, wie man das machen sollte. Ja. Ach, Junge, stinkt sogar noch. Frisch aus China. 560 Gramm Sipuli, oder? Glaube ich. Das ist Montana Black Qualität hier. Montana Black am Start. Er weiß selber nicht mal, wie viel GSM der hat. Ja, get on my level. Nee, ich habe mir tatsächlich was anderes als Oberteil ausgesucht. Und zwar etwas, was ich damals sehr nice fand. Vor einem Jahr habe ich den gerockt. Ich habe den jetzt ein halbes... Oh, der Fokus ist da! Der Fokus ist auf einmal da! Ist ja oder so selten angezogen, deswegen dachte ich... Boah, Junge, Kenzo. Kenzo feiere ich auch. Man hat auch so einen... Kennst du Kenzo? Anzug von. Ja, deswegen ist es doch chillig. Dann denke ich... Wir haben übrigens dieselbe Größe. Wir sind gleich groß. Er hat einfach Sachen aus seinem Kleiderschrank genommen. Und circa das ist der Blick, den ich durchgehend mache, wenn ich dieses Video anschaue. Ja. Und sind auch Brüder. Ja, genau. Im Herzen. Ja, Brüder im Herzen und Feinde... Ah, jetzt haben wir wieder die Tapete fokussiert. Internet, deswegen... So, genau. Dann den probiert er gleich an. Junge, nimm dich, Alter, krank. Ja, der Styler, oder was? Ja, Mann, der Styler, meine. Ja. Boah, der Kenzo ist auch sowas. Also, habe ich noch nie gefühlt. Aber da war ja die Wave von vor 2 Jahren. Aber jetzt geht das auch nicht mehr. Es passt einfach. Also, wie ihr seht, sieht wild aus. Leute, ich bin heute auf Gönner-Modus. Nicht, weil ich Kuchen mag, sondern damit dieses Video abgeht. Was ist das auch für ein Umstyling? Die sitzen auf einer Couch und er gibt ihm Sachen. So, okay. Autsch. Autsch. Nein, ich liebe dich. Und vor allem ich liebe dich auch. Okay, dann habe ich hier eine Jogginghose ausgesucht. Von APV habe ich mal gesponsert bekommen. Aber sie waren Feinde, jetzt sind sie Freunde. Sie sagen sogar schon on cam, ich liebe dich und schenken sich Dinge. Also nächstes Video, das wir dann sehen, mein neuer Freund. Und das ist dann KuchenTV. Dann geht's wieder los. Kenne ich gar nicht, die Marke. Jetzt sind wir fast fertig. Ich habe mich für All Black entschieden, weil damit macht man nie was falsch. Und das will ich dir auch raten. Hast du die passende Hose dazu? Deswegen habe ich mir... Ja, ich feiere BLM auch. Also. Passend zu deiner Schuhgröße 45, weil ich glaube, das sind fast schon die einzigen... NMD. Einfach NMD. City Socks oder was? Die einzigen 45, die ich habe, weil ich habe sonst nur 44. Bro, was ist das für ein Umstyling? Er schenkt ihm einfach die... durchgetretenen Schuhe, die 2016 mal modern waren. Leute, Leute, Leute. Das sind NMDs Winterwall, waren damals sehr gehypt. NMDs sind City Socks ohne Schnürsenkel. Kannst du reinhüpfen und dann tragen. Ja, man, ist... Kenn ich auch nicht. Kennst du gar nicht? Aber muss ich mal kurz selber mal auf die Schulter klopfen, wie schnell ich das erkannt habe. Da war einfach nur der Gummi oben zu sehen. Tja! Diese City Socks, krass. Nee. Da gibt sie wirklich null Mühe. Die waren früher krass im Hype, heute. Ja, er kennt die Schuhe nicht mal so. Nice. Heute eher weniger so. Damals war es einer meiner Lieblingsschuhe, weil da kannst du immer reinhüpfen ohne Schnürsenkel. Damals schon, aber heute würde er die nicht mehr tragen fürs Umstyling, aber perfekt für KuchenTV. So, der nimmt eh alles. Das, was vom Laster fällt, das, was man aussortiert, das kriegt dann KuchenTV für das coole Umstyling. Denke und sieht halt aus wie eine Socke. Wie hier, Balenciagas. Danach. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Genau.
Speedrunner, er hat sogar falsch ausgebessert, die heißen Speedtrainer. Wie lost kann man sein? Ja. Ich weiß nicht, welche davor da waren, Balenciaga oder NMD, schreibt es in die Kommentare. Ja, man sind aber auf jeden Fall chillige Schuhe, passen gut zum Outfit. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt das ganze Outfit. Meinung? Unterhose? Unterhose. Ja, da habe ich natürlich die MP-Unterhose. Regt mich der auf. Das, Digga. Ich bin der Stripped. Ich hab's ja noch nicht an, aber ich denke es. Ich denke aber auch. Ich denke auch. Die Hose dürfte passen, alles. Was würdest du sagen, wie viel ist das Outfit wert? Das ist der größte Rotz. Das ist das schlechteste Outfit. Insgesamt? Das ist eine gute Frage. Der macht das fix nicht extra. Der hat einfach keinen Plan. Frage. Also die Schuhe kosten jetzt im Restock. Jetzt kommt wieder diese Melodie, so auf krank angelehnt, krasses Umstyling. 300 sind aber gebraucht, deswegen denke ich so. Fast Factory. Ja, safe, jetzt sind es halt noch mehr wert. Du siehst hier auf jeden Fall noch, dass die hier gut da ist, das Profil. Ja, dürfte so eine. Jetzt kommt der Schuhexperte, da haben wir ein Profil von. Ja, im Winter kannst du nicht mehr erziehen, Summe. 7 von 10 sein, vielleicht. Ja, vielleicht 6,5, ne? Hier diese schwarzen Dinger. Aber wir gehen einfach vom neuen Retail aus. Aber wenn du unterschreibst, dann ja locker das Doppelte eigentlich nochmal. Ja, ich würde eher sagen, das Zehnfache. Ja, oder wenn ich unterschreibe, 1 Euro wert. Kann auch sein. Naja, jedenfalls, sagen wir Schuhe, Retailpreis 300, jetzt neu. Macht man ja immer so nach Neurichtwert. Pulli, wie teuer sind kennst du Hoodies? Ich weiß es nicht. Boah, das gibt schon, also bei Bräuniger gibt es manchmal welche für so 250. Ja, warte, ich will nichts Falsches sagen. Ja, sagen wir 200 bis 300. Na mal, 300, komm. Ja, 300, komm, nehmen wir mit, den kennst du, die 300. 5.000. Ja, 5.000 Euro. Genau, Kuchens 5.000 Euro Outfit. Und Hose dürfte so bei 50 Euro liegen oder so. Ja, was ist das für eine Hose? Das ist einfach irgendeine Drecks-Sweatpants, die aus der Wäsche noch schnell rausgefischt hat. Für das Drecks-Umstyling. Das kann doch nicht der Plan gewesen sein, dass der hunderte von Kilometern fährt für so ein Scheiß-Video, das nicht mal fokussiert ist, wo man den letzten Dreck aus dem Jahre 2016 aus irgendeiner Alt-Kleider-Box genommen hat und der Kuchen-TV sitzt da und sagt, ja, cool und nice und LV finde ich Bombe. Das gibt es nicht. Was kann man hier für Schmutz machen? Vor allem der Kuchen-TV ist doch bekannt dafür, dass er eher sich Mühe gibt mit den Videos, oder? Wahnsinn. Für seinen Schrott will ich mich nie hergeben. Eine angenehme Marke, ne, vom Preis her. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gänsehaut. Wahnsinn, A3B, na Bombe, top, Wahnsinns-Outfit. Wie so ein Original-Assassin's-Creed-Typ. Der sich ein Wegwerf-Handy holt, damit er am Hauptplatz die letzten 2 Gramm verticken kann. Wow, was für ein Effekt, wie er seinen Fuß drehen kann. Oh mein Gott. Also krasses Umstyling mit dem. Das Emoji. Das Drecks-Emoji mit dem scheiß Minion im Hintergrund. Das beschreibt ja alles, das Video. Also insgesamt, Neupreis wäre von dem Outfit 650 Euro. Also habe ich solide. Boah! Ha! Auf jeden Fall Kuchen eingekleidet. Wärst du jetzt Monster? Sehr solide. Ich nochmal das Doppelte draufgepackt. Ja, gut, unter 1000 laufe ich eigentlich nicht rum, aber da muss ich mir irgendwie noch eine Uhr holen oder so und mal gucken. Genau, da muss die Ode mal. Kein Mensch nimmt das Video ernst. War das Outfit von ABK wert? Das erste Outfit, was ich eingekleidet habe, 100, 200, 300. Aber das habe ich neu eingekauft. Das ist irgendwie, weil. Sogar getragen einfach. Ja. Vom König auf YouTube. Genau. Lost. Vom King auf. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und warum wird dann jetzt da noch 3 Minuten auf jeden Fall nice. Check Kuchen ab. Er macht auf jeden Fall auch YouTube-Videos. Fix. Gott sei Dank hast du es jetzt nochmal erwähnt, weil deine unglaubliche Followerschaft, die dir treu geblieben ist, wird auf jeden Fall jetzt noch Abos bei KuchenTV drüben dalassen. Ich habe auch angefangen, YouTube-Videos zu machen. Er hat einen Kanal. Ich dachte mir, wenn der bekannt wird, Digga, dann tue ich das auch. Vielleicht kennen einige seinen Kanal. Ist sehr groß geworden durch Videos über mich.
Okay. Ja, man hat mich vielleicht am Rande mal mitbekommen. Ne? Ja. Das ist einfach so cringe. Das ist einfach so unfassbar cringe. Kanal. Genau, genau. Dann check den ab und... Und der Schnitt, er hat sich nicht mal, der hat sich nicht mal ansatzweise irgendwie verbessert in den Jahren, in denen er YouTube macht. Und ja, dann würde ich sagen, vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren. Checkt den MP-Shop ab, erst in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao. Mach doch mal Outtakes, es gibt Outtakes. Das ganze Video war ein Outtake. Was gibt's denn da für Outtakes? Ja, ach ja, wusstest du, was ich nicht wusste? Damals, Wusstest du, was ich nicht... Wusstest du, was ich nicht wusste? Keine Ahnung. Das Content-ID, man konnte die Videos monetarisieren. Die der wirkt auch total unsicher. Und das färbt dann auf ihn ab. Die überall gemacht wurden. Ja. Warum habe ich das letzten Dezember nicht... Die setzen sich einfach unsicher vor die Kamera und labern irgendwas. Ich schwöre, genauso habe ich meine allerersten YouTube-Videos gedreht. So wie dieses Video. Warum habe ich das? Gute Frage eigentlich, ne? Das ist so dumm. Ich hätte so abgeräumt, mies abgecashed. Ja. Allein durch Unge und Monsters Reaktion. Ja, und jetzt haben die beiden das Geld. Aber auch ihr könnt uns beide 100.000 senden oder die Anwälte kommen raus, Digga. Ist uns egal. Genau. Das ist eine ganz klare Urheberrechtsverletzung. Ja, sonst wird euer Kanal weggestrikt. Ja. Der Outtakes ist einfach lustiger als das ganze Video. Mimi hat mal ein Intro für mich von mir in seinem Video eingebaut. Echt? Welches? Ja, er hat irgend so ein random Video damals gemacht. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Video gegen irgendwen war oder so. Damals hat er ja noch nicht nur Leon-Videos gemacht. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Gegen Mert und so. Ja, genau dagegen. Bro, über was redet ihr? Auf jeden Fall hier reinschneiden, wenn ich es finde. Ich glaube, ich finde es. Ja, ich würde sagen, Mimi, du kannst halt uns jetzt 10.000 Euro überweisen. Oder du kriegst eine... Ha! Was habe ich mal da angeschaut? Ich meine, eh witzig, aber ich pack's nicht. Ich bin durch für heute. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Absolute Katastrophe, zu viel für mich. Ich brauche jetzt erstmal bis Mittwoch zum nächsten Video, bis ich mich da erholt habe. Wenn ihr es witzig gefunden habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und schreibt mir in die Kommentare, was ihr am cringigsten an dem ganzen Video gefunden habt. Für mich einfach ein Overload. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen wieder ausruhen für den heutigen Tag und wir sehen uns dann heute im Stream um 20 Uhr. Also seid am Start. Das war's von mir, euer Maximilian.